Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, also in Realität jetzt gesehen. Das ist ja auch eine geile Aussage. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, also jetzt in der Realität gesehen. Aber grundsätzlich denke ich, ist das kein schlechter Transfer gewesen, den wir gemacht haben. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode eines neuen Projekts, eines neuen Karrieremodus. Ihr habt es euch seit Anfang von FIFA 18 bereits gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt den Karrieremodus mit meiner Liebe, mit meinem Verein, mit Hannover 96 hier ein wunderschönes 1896 T-Shirt, passend genau dazu an. Und ich würde sagen, wir machen in diesem Karrieremodus genau das, was ich gerne in Realität bei 96 sehen würde. Wir haben jetzt momentan eine ganz komfortable Situation, die aber nicht optimal ist, weil wir noch im Abstiegskampf sind. Nächste Saison spielen wir hoffentlich in der Bundesliga und ich möchte natürlich wie jeder Fan von jeder Mannschaft, genauso wie die Frankfurter in den letzten Jahren, genauso wie die Leipziger, genauso wie die Stuttgarter, irgendwann möchte man einfach nach Europa. Und ich möchte, dass 96 nach Europa kommt. Und wir werden das Ganze jetzt ein bisschen so vorgeben, als wenn es die Saison 2018, 2019 wäre. Ja, ich habe auch die Euroleague und die Champions League angestellt mit den Vereinen, die nächstes Jahr da drin spielen werden. Das heißt beispielsweise Frankfurt in der Euroleague. Warum, komme ich gleich nochmal zu. Einfach, ja, kann ich jetzt auch sagen, weil ich glaube, dass in der Champions League Leverkusen, Schalke, Dortmund und Bayern spielen werden. Tut mir leid, ist nicht böse gemeint, liebe Frankfurter, aber ich glaube einfach, dass die Euroleague euch sowieso besser tun würde, weil ich weiß nicht, ob die Quali, wenn ihr Quali kommt, ob das klappen würde. Das ist so die große Frage, die sich in meinem Kopf stellt. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall habe ich auch Köln und ja, wie auch immer noch absteigen wird, beziehungsweise weiß man nicht, ob Köln absteigt, also Mainz, Köln und Hamburg, die letzten drei, habe ich weiter in der Liga gelassen und wir werden uns jetzt darauf fokussieren, ja, wie das quasi für uns ablaufen könnte. Ich werde keine Gefangenen machen, das heißt, ich werde die Mannschaft so umstellen, wie es sein muss. Ich werde Spieler verkaufen, auch wenn ich sie sehr mag, und ich werde auch Spieler aus der Startelf droppen, auch wenn ich sie sehr mag oder wenn sie allgemein im Verein sehr beliebt sind. Ihr seht hier schon das System, was ich spielen möchte. Das ist im Endeffekt ein 3-5-2 und genau so ist mein Plan. Allerdings seht ihr eventuell auch, es gibt ein paar Positionen, da bräuchte man eventuell noch Spieler. Dazu kommen wir jetzt. Zunächst einmal aber, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für dieses Projekt. Packen wir 400 Likes für die erste Episode 96 Karrieremodus. Ich würde mich tierisch aber freuen, ihr wisst, wie ich den Verein liebe. Und das Ganze wird, wenn ihr Badeschlappen-LP guckt, wisst ihr, wie es werden wird. Es wird live kommentiert, jedes einzelne Spiel. In der Vorbereitung jetzt nicht, aber sonst jedes einzelne Spiel. Ich versuche so oft wie möglich Episoden rauszuhauen. Das ist für mich ein relativ geringer Schneideaufwand. Dementsprechend kann ich umso mehr rausballern für euch. Und wir werden eine richtig gute Zeit haben mit Hannover 96. Wir haben hier die ganz normalen Angaben bzw. Vorgaben, 20 Millionen Trikotverkäufen, unsere Vision und Erwartungen, Scoutbericht, Vorstellungen. Allgemein sind die Vorstellungen vom Vorstand relativ entspannt. Mittelfeldplatz belegen ist das Ziel, national, international logischerweise keine Ziele. Letzte Runde oder Runde der letzten 32 im Pokal ist auch machbar. Ein Nachwuchsspieler verpflichten geht auch, dazu über 3 Saisons Dauerkartenzahl erhöhen. Das ist erstmal ein langfristiges Ziel. Finanzen haben wir keine Ziele und dementsprechend sieht das ziemlich, ziemlich gut aus. Ich habe mich entschlossen dazu, dass ich aus der aktuellen Kadersituation was rausholen will. Also werde ich nicht alle Spieler verkaufen, geht auch, weil beispielsweise ein Esser ist gekommen, beispielsweise ein Korb ist gekommen, beispielsweise ein Pimin Schwegler ist gekommen, ja, die kann man natürlich nicht alle gleich wieder verkaufen, möchte ich auch gar nicht, weil sie teilweise sehr gut sind. Auch ein Salif Sané, der wahrscheinlich im Sommer wechseln wird, auch wenn Horst Held ja momentan daran ist, den zu halten, werde ich bei mir behalten, beziehungsweise werde alles tun, um ihn bei mir zu behalten. Und genau, wir haben natürlich aber auch Spieler, die den Verein verlassen werden. Schön ist, dass Linden Maina schon da ist im Update, sehr, sehr cool, unser neuer Youngster. Beispielsweise ein Felix Klaus habe ich auf die Transferliste gesetzt, weil ich weiß, dass der im Sommer zu Wolfsburg geht, warum auch immer, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall werde ich den dementsprechend auch verkaufen. Dazu auf der Transferliste, da können wir mal ganz kurz durchgehen. Sebastian Mayer, weil er für mich nicht Bundesliga-tauglich ist und gerade wenn ich ins internationale Geschäft kommen möchte, brauche ich halt Bundesliga-taugliche Spieler. Muss ich übrigens dazu sagen, ihr wisst, ich spiele auf Legende, aber ich kann nicht schlechter spielen, als ich spiele, deswegen ist es wahrscheinlich, dass wir tatsächlich das Ziel erreichen. Champions League ist nicht das Ziel, vielleicht erreichen wir auch das, aber Europa ist das Ziel. Wer weiß, vielleicht werde ich auch irgendwann irgendwas am Gameplay ändern oder so, vielleicht habt ihr Vorschläge, ballert sie wenn in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne die Videobeschreibung auschecken, IG Void, 6% Rabatt bekommen als Gaming TV, Osterbonus momentan dazu, selbstverständlich, AskFM für irgendwelche Fragen, Instagram und Twitter. Ich habe Benjamin auf Transferliste gesetzt. Ich mag ihn extrem gerne, aber auch das Niveau reicht nicht für die Bundesliga. Dazu habe ich beispielsweise einen, wen habe ich zum Ausleihen geschickt? Genau, Saren Rembasi habe ich zum Ausleihen geschickt. Engames kann ich leider genauso wenig wie Mete Kandemi irgendwo raufstellen. Dazu habe ich Manuel Schmiedebauer auf Transferliste gesetzt. Auch das mit schwerem Herzen, aber muss sein. Bakalotz wird der Backup bleiben. Aber Linksverteidigerposition weiß ich noch nicht. Ostcholek sieht ganz gut aus mit 75 und ich kann ihn eh nicht verkaufen jetzt in der Hinrunde.
Deswegen werde ich ihn erstmal behalten und mit ihm spielen, auch wenn Albonos ja mein Liebling ist. Der ist auf der Leihliste, das liegt ganz einfach daran, dass wir Edgar Pripp haben im linken Mittelfeld und dass der quasi mein Backup wäre. Ihr wisst, Albonos ist vielleicht neben Fossum mein Lieblingsspieler bei Hannover 96 und Jonathas, aber ich muss halt eben für den Karrieremodus denken und nicht aus meinen Emotionen heraus handeln. Dazu Timo Hübers ist auf der Leihliste, Florian Hübner setzt sich schweren Herzens auf die Transferliste, auch ein sehr sympathischer Spieler, aber geht nicht anders. Korb und Sorg sind für die rechte Seite verantwortlich, Arkenberg ist auf der Leihliste und ja, die Torhüter lassen wir auch erstmal, weil da können wir wenig machen. Esser können wir jetzt nicht verkaufen und Schauner möchte ich nicht verkaufen und dementsprechend haben wir trotzdem Spieler auf der Transferliste, beziehungsweise auf der Ordnungsliste, die eventuell ins Tor kommen könnten. Da sind es aber nur zwei und die zeige ich euch jetzt. Das sind einmal René Adler, der auch schon ein bisschen älter ist, ist auch im Sommer erst gewechselt. Dementsprechend können wir ihn erst im Winter, wenn überhaupt, holen. Dann vielleicht für Esser. Mal sehen, ob er das Rating dann noch hat. Und Onana. Onana hat ein sehr, sehr großes Talent. Definitiv ist nicht so groß mit 1,87, aber auf jeden Fall ein interessanter Keeper. Vielleicht holen wir den im Winter. Weiß ich noch nicht. Wenn es auf der Torhüter-Position läuft, werden wir einfach an Chauner oder an Esser festhalten. Ich denke mal, Chauner wird erstmal starten. Ansonsten werden wir da vielleicht was machen. Auf der rechten Bahn, da haben wir das gerade hier bereits gesehen. Oliver Sorg ist momentan mein Innenverteidiger. Und dazu haben wir Korb, der momentan auf rechts außen steht, also rechter Außenverteidiger. Ich würde normalerweise es entweder so spielen oder Sorg, also mit einem rechten Außenverteidiger, der quasi neu ist, oder mit einem Innenverteidiger, der neu ist. Eins von beidem. Da gibt es mehrere Optionen, die ich habe und die zeige ich euch auch jetzt ganz kurz. Habe ich ja gerade quasi schon angedeutet. Einmal Caleb Naray. Sehr interessanter Spieler, wahrscheinlich nicht das Rating, was ich brauche. Lang wäre mein absoluter Favorit, weil 96 auch in Realität an dem informiert ist, interessiert ist und sich über den informiert hat. Torgefährlicher Spieler, offensiv starker Spieler, defensiv stark, perfektes Fußballalter. Was willst du mehr? Ja? Jean Zimmer ist momentan ausgeliehen, dementsprechend nicht so interessant. Henrichs wäre meine etwas günstigere deutsche Option für die Position, wenn es mit Lang nicht klappen sollte. Allerdings würde ich davor sogar noch Andi Nachar vorziehen, weil der noch ein bisschen offensiv stärker ist und eine Freigabe von 5,4 Millionen hat, die ziemlich, ziemlich nice ist. Innenverteidigung habe ich nicht so viele Optionen, die mir gefallen. Tusky ist ein bisschen zu alt, wäre aber okay, weil er halt Gold ist, also vom Rating her relativ gut dasteht, mit 80, glaube ich, oder mittlerweile vielleicht noch 78 oder sowas. Head-to-Head ist ja anders als Ultimate Team. Lasse Sobier, ich hatte eine hohe Freigabesumme, ist aber interessant, weil 96 auch an dem schon mal interessiert, weil es halt ein Zweitligaspieler wäre, aber okay. Nielsen ist ein bisschen älter, finde ich aber ziemlich cool, aufgrund dessen, dass der Däne ist und ich mag Skandinavier, wie ihr eventuell alle wisst. Das Problem ist, er ist neulich erst gewechselt, dementsprechend wird man den erst im Winter losbekommen können. Zu Yunchi wäre sehr interessant, ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, aber sehr talentiert, ein guter Innenverteidiger. Ich bin aber momentan eher auf dem Trip, dass ich den Außenverteidiger nehme. Und Balogun ist ein ehemaliger 96er, der natürlich ein bisschen blöde Vergangenheit jetzt hatte mit den ganzen rassistischen Rufen im Hinspiel oder im Rückspiel gegen Mainz nach der Winterpause. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir theoretisch vorstellen, den zu holen, wenn es denn mit den Außenverteidigern nicht klappen wird. Auf der linken Bahn, da wurde mir beim Plattenhalt direkt am Anfang vorgeschlagen, deswegen habe ich ihn reingenommen. Könnt ihr mir vorstellen, für Pripp im Winter vielleicht, wenn das Budget dann da ist, weil ich glaube, jetzt momentan wird das Budget nicht reichen mit den anderen Spielern, die ich holen möchte. Plattenhalt ist ein sehr genialer Spieler, weil er gute Flanken schlagen kann und so. Ich denke mal auch realistisch oder halbwegs realistisch. Okay, eher nicht, aber zumindest für den Karrieremodus realistisch noch, einigermaßen zumindest. Der würde, wie gesagt, Pripp ersetzen, den ich auch sehr mag. Ja, russischer Nationalspieler, der extrem viel Pech hat in der Realität. Genau deswegen auch die Emotion so, dass ich ihn nicht verkaufen kann einfach. Mit seinem doppelten Kreuzbandriss jetzt hintereinander. Aber auf jeden Fall wäre der eine Option, wenn es mit Ostrzelek nicht funktioniert. Risse wäre noch Option für die rechte Seite, allerdings, ja, den würde ich nicht so bevorzugen, das wäre meine Notlösung. Und dann haben wir natürlich noch das zentraloffensive Mittelfeld. Ihr seht, da steht momentan Felix Klaus und das kann ja nicht angehen. Ich könnte da Fossum hinstellen und mir einen zentralen Mittelfeldspieler holen, allerdings würde ich lieber einen Zehner haben. Und da habe ich ein paar sehr interessante Kandidaten. Zum einen haben wir da, wie ihr bereits gesehen habt, Mijat Gacinovic. Sehr, sehr guter, sehr, sehr talentierter Spieler mit einer Menge Potenzial, einer Menge Technik. Wäre ganz cool, zumal er flexibel einsetzbar ist, weiß ich aber nicht, ob optimal. Valon Berisha mag ich extrem gerne, spielt bei Salzburg, hat ja auf sich aufmerksam gemacht mit den Aktionen gegen Dortmund, allerdings recht teuer mit 11 Millionen. Wir haben das Geld, aber wir müssen ja noch andere Spieler holen. Hani Mukta finde ich sehr interessant, ehemaliger Hertaner, hat sich gut gemacht bei Brøndby, hat coole Werte, wir müssen abwarten, was der Scout-Bericht sagt, aber theoretisch könnte ich mir den vorstellen. Dann Jonathan de Guzman, im Sommer erst gekommen, Freigabesumme ist da, ist mir zu teuer, aber vielleicht im Winter, wenn es nicht läuft. Und Robin Quaison finde ich sehr, sehr gut, mag ich in Realität sehr gerne, ist zudem Stürmer, Mittelstürmer, kann dementsprechend sowohl die Position auf der 10 bekleiden, möchte ich behaupten, als auch die, auf der momentan Bebou bei mir steht, da würde ich vielleicht Bebou zurückziehen. Ziemlich interessanter Spieler, allerdings auch erst jetzt gekommen, das heißt, könnten wir frühestens im Winter holen. So, aber nichtsdestotrotz finde ich, sieht das ganz gut aus. Ich würde sagen, wir simulieren das mal ein bisschen. Ich werde auch die ersten Spiele in diesem Cup simulieren, das werdet ihr sehen. Und das Finale dann noch spielen, wenn wir da hinkommen. Und ja, deswegen würde ich sagen,
Cut. Wir haben direkt mal ein Angebot für Albonos, was sehr schön ist, von Via Diabes aus Portugal und ein Angebot für Bacalords. Das ist nicht geplant, allerdings werde ich es mal delegieren. Ich werde euch jetzt auch nicht alle Transfers zeigen, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, Bacalords abzugeben, wenn die Ablösesumme denn stimmt. Und da würde ich nicht unter 7 Millionen, unter 7 Millionen würde ich wahrscheinlich eher nicht gehen. Mal sehen, gerade weil es ein direkter Konkurrent ist. Wir simulieren auch direkt mit der A11. Das liegt ganz einfach daran, dass ich gucken möchte, ob das funktioniert oder welcher Spieler sich hervortut. Natürlich ist Klaus jetzt auf der 10 momentan bei mir, aber ich glaube trotzdem. 2-1 Sieg. Ostscholek und Bebu mit den Toren. Sehr interessant schon mal. Grundsätzlich sind das, also der eine ist zumindest kein Spieler, bei dem ich Tore erwarten würde mit Ostscholek. Ich glaube, der ist auch extrem torungefährlich eigentlich. Okay, 2 Tage später nur das Spiel. Da muss ich mal eben umstellen. Guckt euch mal meine Haare gerade an. Das ist normalerweise nicht der Fall, dass die so vernünftig aussehen, gerade nicht in der Aufnahme. Ich setze in letzter Zeit immer öfter die Cap hier auf. Ich habe jetzt meine zweite Vorlage erstellt. 4-4-2 halten ja die quasi zweite Option bei 96, nur mit den ganzen B-Spielern. Gut, Sorg hat gerade gespielt, aber der ist ja grundsätzlich nicht eingeplant. Wir spielen auswärts gegen Eibar, die haben ein starkes Team diese Saison, spielen auch gut in der La Liga. Beispielsweise ein, wo ist er denn? Ist gar nicht dabei, Inui, ist extrem stark diese Saison. Pedro Leon macht das Tor, wir verlieren. Aber vielleicht können wir ja noch ins Halbfinale einziehen, grundsätzlich kann ich mir vorstellen. Aber gegen Braga, immerhin spielen wir zu Hause. Wir haben Angebot für Schmiedebach und das ist realistisch von einem Zweitligisten. Wir können bis 4,25 gehen, aber ich möchte Schmiedebach auch gar nicht aufhalten und dementsprechend werde ich das Angebot annehmen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Ingolstadt durchaus weiterhelfen kann, einfach weil, ich sag mal so, er ist ein oh, guck mal, hat sogar geklappt, die Leihe von Albonos, sehr schön. Er ist ein sehr sympathischer Spieler. Allerdings nicht auf Bundesliga-Niveau. Und ich denke mal, dass die zweite Liga ihm da ganz gut passen würde. Ingolstadt ist ambitioniert. Dementsprechend ganz cool. Natürlich ist jetzt ein bisschen spekulativ, wie das in der Karriere hier laufen wird. In Realität ist Ingolstadt jetzt gerade nicht unbedingt der Kandidat auf den Aufstieg. Wir verlieren wieder. Na super. Das ist ein klasse Start in diese Karriere. Denn das heißt, dass wir direkt rausfliegen aus dem Turnier. Quasi kein Geld bekommen. Und ja, das nicht mal gegen die stärksten Gegner. Also das ist schon beunruhigend, möchte ich behaupten. Allerdings spielen wir ja sowieso so gut wie jedes Spiel. Von daher ist es nicht so wild. 1,3 Millionen aber eingenommen. Hoffenheim will für 9,9 Millionen Niklas Füllkrug haben. Das ist absolut unrealistisch. Den möchte ich nicht verkaufen, auch wenn er momentan nur B-Stürmer bei mir ist und Jonathas vorne steht. Und hier haben wir ganz viele Abschlussberichte. Die gucke ich mir jetzt erstmal an. Beziehungsweise könnte er auch dabei sein eigentlich. Gut, Mukta hat 75er Bewertung. Das ist schon mal sehr, sehr interessant, weil das würde reichen für die 10er Position. Nach Hart 72, das ist nicht so gut. Da würde ich eher auf Lang gehen, der 78 hat. Finde ich sehr nice. Taske hat noch 79, wäre als Innenverteidiger schön, aber will ich ja eigentlich, wie gesagt, nicht. Valon Berisha ist 24, ist ein bisschen älter als Mukta natürlich und ist nicht unbedingt der 10er, hat aber theoretisch gute Werte. Ah, Mukta nicht mal so sehr mit 64 langer Pass, nur aber der hat natürlich noch Entwicklungspotenzial. 5-Star Weakfoot, 4-Star Skills, dementsprechend nicht schlecht. Mielsen können wir sowieso nicht holen. Ich werde mal bei Lang und bei Mukta anfangen. Gut, das mit Lang wird schon mal nicht funktionieren, was ich sehr schade finde, weil den hätte ich halt wirklich schon extrem gerne, aber Basel hat einfach nicht genug Spieler auf der Position. Ja, das macht mir halt einen Strich durch die Rechnung, ne? Da muss ich wahrscheinlich nochmal auf Henrichs warten, wie das aussieht bei seinem Rating. Und sonst nach Haas eigentlich halt zu schwach. Berisha könnte man auch nicht da wirklich hinstellen. Gacinovic ist defensiv auch nicht stark genug. Vielleicht läuft es dann auf einen Innenverteidiger hinaus. Das kann durchaus sein. Außerhalb irgendwelche Vorschläge, dann schreibt sie mir mal in die Kommentare. Ich werde jetzt keine vorherigen Schlüsse hier treffen, beziehungsweise keine vorherigen Aktionen auf dieser Position vor allem. Vielleicht habt ihr Vorschläge. Sollten rechter Außenverteidiger beziehungsweise rechter Mittelfeldspieler sein, der defensive Qualitäten hat und halt ein Rating, das in Ordnung ist. Also Lang wäre halt optimal gewesen, geht aber leider nicht. Schauen wir nach, was bei Mukta gesagt wird. Gut, wir haben eine Übereinkunft bei Hani Mukta erreicht. 10,5 Millionen und 12% Weiterverkaufsgebühr. Ich wollte Klaus anbieten, aber leider Gottes wollten die nur einen Linksverteidiger haben und ich habe gerade Albonos verliehen. Preb ist kein natürlicher Linksverteidiger, Ritzka ist zu günstig und Ostscholek wollte ich jetzt nicht abgeben. Teamrolle wird wohl wichtig sein, ich hoffe, damit ist er einverstanden, sieht so aus. 4 Jahre Vertragsdauer, ich gehe mal auf 5, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er so lange bleiben möchte. Sieht so aus, 17.500 ist auch nicht so viel, Freigabesumme, werde ich ablehnen, normalerweise ist es kein Problem. Ja, ist in Ordnung und Gehalt 29.000, okay. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen krass oder ein bisschen hoch. Ich würde mal beim Einstiegsbonus ein bisschen höher gehen. Das Gehalt dafür aber eine ganze Ecke runtersetzen auf 24.000. Mal sehen, was er dazu sagt. Ist halt schon, okay, er will mindestens 28.000. Das ist okay, das nehme ich an. Ist mehr, als ich dachte. Aber wir haben einen neuen Zehner. Und der hat gute Werte dazu. 89 Beweglichkeit, 87 Balance ist sehr schön. 75 Antritt, nicht optimal, aber 81 Sprintgeschwindigkeit. Er hat gute Dribbling-Werte, er hat 4-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Er ist ein Deutscher, dementsprechend wird er keine Anpassungsprobleme haben, um es mal realistisch zu halten. Ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Also in Realität jetzt gesehen.
Das ist ja auch eine geile Aussage. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, also jetzt in der Realität gesehen. Also jetzt wirklich auf 96 in Realität bezogen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das kein schlechter Transfer gewesen, den wir gemacht haben. Baccalaureus haben wir keine Einigung und Schmiedebach wurde verkauft, was sehr schön ist, dass es tatsächlich geklappt hat. Das war nämlich der Spieler, den ich, das hört sich böse an, aber am ehesten loswerden wollte, weil er am wenigsten Chancen auf Einsatzzeit gehabt hätte. Felix Klaus hätte sogar noch welche, aber ich glaube, auch den muss ich eigentlich abgeben. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Unser Training läuft übrigens momentan ganz gut. Maina ist bereits um einen Punkt gestiegen. Ich finde es schade, dass er keine Forster-Skills hat. Ich weiß aber auch nicht, ob er in Realität so ein Skiller ist. Wir haben Leihangebot für Hübers, was sehr gut wäre, wenn Zürich den ausleihen würde und wenn Hübers das annehmen würde. Kommt hier aus Hildesheim. Kommt er quasi aus meiner Hood, ist so gesehen sogar in direkter Nachbarschaft zu meinem besten Freund beheimatet gewesen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Wir trainieren hier Marina gerade, Bebu, Fossum, Anton und Ellis. Ich werde aber früher oder später Muck damit reinnehmen. Ich weiß nur noch nicht für wen hundertprozentig. Allerdings sind Fossum, Anton und Bebu alle Stammspieler. Die werden sich auch so entwickeln. Die brauchen nicht zwingend Training, um das zu machen. Wir haben noch Abschlussberichte, die werden wir uns noch angucken. Und ich denke, wir werden dann am 1. August quasi stoppen mit dieser Episode. Liegt ganz einfach daran, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wen ich holen soll auf der rechten Seite. Oder halt für die Innenverteidigung. Vielleicht habt ihr da ja irgendeinen Ansatz. Wir haben Abschlussberichte zu Robin Quaison, den wir jetzt nicht mehr brauchen, der auch nur 71er Rating hat, was ich ein bisschen harsch finde. Sobiech hat 75, das ist echt nicht schlecht grundsätzlich, ist auch nicht so teuer. Soyuncu wäre halt die optimale Variante, weil Soyuncu ist jung, entwicklungsfähig, Bundesliga erfahren. Henry, also was Innenverteidiger angeht, Henry ist auf der rechten Seite, ist ziemlich cool, ist aber halt auch ziemlich teuer, leider Gottes. Nicht so schnell unterwegs. Aber eine nice Option, eine junge Option. Naray ist halt einfach zu schlecht. Leider in Realität ist er ziemlich gut, aber so leider nicht. Risse, nicht so schnell wie in Realität. Gute Schusskraft, gute Fernschüsse, allgemein gute Werte, auch defensiv. Aber ich weiß nicht, ob ihr den gerne bei uns sehen möchtet. Balogun, ja, als Innenverteidiger definitiv nicht schlecht. Ehemaliger 96er. Gut, der Guzman ist alt, können wir uns momentan sowieso nicht holen. Ja. Spannende Geschichte. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr sehen möchtet. Auch aus anderen Ligen. Irgendwelche Spieler, die halt passen würden. Es sollte halt irgendwie in die Bundesliga passen, einigermaßen. Führt möchte mal ihn aus. Dann möchte ich gerne selber aufbauen. Entschuldigung. Halt irgendwelche Spieler, die wirklich auf die Position passen und die aber auch zu 96 passen. Also ich möchte da jetzt keinen saudi-arabischen Spieler haben unbedingt. Ne? Also beispielsweise Brasilianer wäre okay, Argentinier auch nicht unbedingt. Das ist halt nicht so, was die Bundesliga wirklich bekommt. Hübers wurde ausgeliehen, was sehr schön ist. In der Bundesliga spielen halt, okay, Azcacibar ist jetzt eine Ausnahme. Dorban hat sich um Martinez bemüht, aber es gibt nicht so viel Argentinier. Brasilianer wäre vielleicht noch herangebracht. Ich habe auch Felipe in der Mannschaft, das würde ganz gut funktionieren. Vielleicht Jonathas dazu. Aber ihr wisst, was ich meine. Halt so ein bisschen auf halbwegs Realismus oder so, dass es Sinn ergeben würde bezogen. Zu guter Letzt mache ich hier nochmal eine Infokarte. Den habt ihr Bock auf diesen Karrieremodus? Ich weiß, dass sich hier extrem viele gewünscht haben. Ich wurde oft gefragt, Max, machst du noch einen Karrieremodus mit Hannover 96? Natürlich mache ich einen Karrieremodus mit Hannover 96. Ansonsten wäre das nicht hier MGT, das wäre dann irgendein anderer Channel, weil ich bin 96-Fan und dementsprechend muss das einfach irgendwann in FIFA sein. Wir haben ein Angebot für Charlie Benchop von Bochum. Das heißt, wir würden ihn auch im Auge behalten, wenn er zu einem Verein geht, der in der zweiten Liga spielt, aber in unserer quasi unmittelbaren Nähe in Deutschland. Fände ich sehr, sehr schön. 3 Tage haben wir noch und dann würde ich sagen, verabschiede mich schon mal von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich würde mich extrem freuen, wenn wir die, oh, jetzt wird es interessant, aber den werde ich nicht verkaufen, wenn wir die 400 Likes packen würden, das wäre extrem, extrem cool. Ich würde mich natürlich auch über einen netten Kommentar freuen, einen kreativen Kommentar und dann würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Hashtag niemals allein. Macht's gut, bis dann, haut rein und ciao.